Die 15 tödlichsten Adler der Welt. Bei Vögeln denkt niemand an Tod. Doch Adler sind hier Ausnahmen. Es gibt einige sehr gefährliche, vor denen man fliehen sollte, wenn man sie sieht. Einer von ihnen kann sogar Bergziegen töten. Bist du neugierig geworden? Dann bleib dran. Nummer 15. Riesenseeadler. Mit einem Gewicht zwischen 5 und 9 Kilogramm ist dieser Adler der schwerste. Er hat ein dunkelbraunes Gefieder, weiße Schwanzfedern und einen gelben Schnabel und gelbe Klauen. Sein englischsprachiger Name Stellar's Sea Eagle verrät, wo er hauptsächlich zu finden ist. Er bevorzugt die offenen Weiten über dem Meer in Nordostasien. Seine Nistplätze errichtet er an Flussläufen und in Küstennähe auf großen Bäumen oder Klippen. Seine Hauptnahrungsquelle ist das Meer. Er frisst nicht nur Fische, sondern auch andere Wasservögel. Daher ist er immer in Gewässernähe zu finden. Gelegentlich frisst er auch von Wildtierkadavern. Nummer 14. Schreiseeadler. Überall in Afrika südlich der Sahara an großen Gewässern mit einem guten Futterangebot findet man den Schreiseeadler. Er lebt in den Sümpfen und Regenwäldern der afrikanischen Länder. Dieser Raubvogel hat einen weißen Kopf und große schwarze Flügel. Sie können 63 bis 75 cm lang werden. Mit seinem hakenförmigen Schnabel kann er seine Beute direkt im Wasser aufspießen. Er ernährt sich hauptsächlich von Fischen, jagt aber auch manchmal kleine Wasserreptilien wie junge Schildkröten und Babykrokodile. Ist ihre Beute zu schwer zum Tragen, schwimmen sie mit ihr ans Ufer und fressen sie dort. Nummer 13. Seeadler. Auch dieser Adler mit den weißen Schwanzfedern ist ein großer Vertreter der Seeadler, wie sein Name verrät. Sie sind weit über Nordeuropa bis nach Asien verbreitet. Der Greifvogel hält sich in der Nähe von Seen, Süßgewässern und Flüssen auf Bäumen oder an Meeresklippen auf. Der Seeadler ist nicht nur ein Spitzenräuber, sondern auch ein raffinierter Aasfresser. Er jagt von Fischen bis hin zu Kaninchen alles. Wie ein geschickter Angler ergreift er die Beute direkt an der Wasseroberfläche, ohne ins Wasser eintauchen zu müssen. Bei einem Vogel mit einer Flügelspannweite von 2,5 Metern kann man das erwarten. Nummer 12. Weißkopfseeadler. Hier kommt das nationale Wappentier der Vereinigten Staaten. Der gefährliche Weißkopfseeadler ist in Nordamerika weit verbreitet, obwohl er durch die Jagd fast ausgerottet wurde. Sein Name verrät bereits, dass er einen weißen Kopf hat. Der Weißkopfseeadler ist ein sehr guter Flieger, der zwischen 50 und 70 km/h schnell werden kann. Dank dieser Fluggeschwindigkeit bringt der gerissene Räuber beinahe jedes Tier zur Strecke, ehe er von ihm bemerkt wird. Er frisst sowohl Fische wie auch Vögel und Säugetiere. Dieser Vogel kann durchaus als Jäger bezeichnet werden, da er nicht aufgibt, bis er seine begehrte Beute hat, selbst wenn ein anderer Vogel sie schon hat. Nummer 11. Papua-Adler. Ein weiterer großer Adler, der auf diese Liste gehört, lebt ausschließlich auf Neuguinea, weshalb er auch Neuguinea-Würgadler genannt wird. Man sollte meinen, dass ein Vogel, der nur auf einer Insel lebt, nicht tödlich ist. Aber nein. Der Papua-Adler bewohnt die Regenwälder Neuguineas, wo er wegen seines Gefieders nahezu unsichtbar ist. Als wilder Räuber macht er Jagd auf alle möglichen Tiere, von Baumkängurus bis hin zu tödlichen Schlangen und Eidechsen. Dieser Vogel ist ein Albtraum. Nummer 10. Keilschwanzadler. Er ist der größte Raubvogel Australiens. Mit seinem keilförmigen Schwanz ist er leicht von anderen Adlern zu unterscheiden. Er ist etwa 1 Meter lang. Der Keilschwanzadler bewohnt die Wüsten, Steppen und Regenwälder. Er ist ein hervorragender Raubvogel, der auch nicht vor deutlich größeren Beutetieren zurückschreckt. Er frisst vor allem Säugetiere. Dieser Greifvogel geht allein, zu zweit oder in einer Gruppe auf die Jagd. Es gibt Bilder von einer Gruppe von Keilschwanzadlern, die ein ausgewachsenes Känguru jagen und töten. Gefährlicher geht's nicht. Nummer 9. Kampfadler. Auch dieser prächtige große Adler lebt in Afrika südlich der Sahara. Er steht wegen seiner einzigartigen Jagdmethode auf dieser Liste. Denn er ist einer der wenigen Vögel, die aus luftiger Höhe jagen können. Denn dank seines bemerkenswerten Sehvermögens kann er Beutetiere aus großer Entfernung erkennen. Man findet den Kampfadler in offenen Wäldern, in der Savanne oder in Dornstrauchsavannen.
Dieser Spitzenprädator jagt die unterschiedlichsten Tiere. Leider sind die Menschen nicht gut, auf ihn zu sprechen, da er dafür bekannt ist, Jagd auf Weidetiere zu machen. Vielleicht wird er eines Tages auch Menschen jagen. Nummer 8. Philippinenadler. Der auch Affenadler genannte Raubvogel ist eine vom Aussterben bedrohte Art, die in den Wäldern der Philippinen lebt. Er hat ein langes braunes Deckgefieder, weiße Brust- und Bauchfedern und einen blaugrauen Schnabel. Mit einer Körpergröße von 1 Meter und einem Gewicht von maximal 8 Kilogramm gehört er zu den Riesenadlern. Ursprünglich dachte man, dieser Adler fresse ausschließlich Affen, bis man herausfand, dass er auch andere Tiere wie Eichhörnchen oder Hundewelpen jagt. Seine Jagdmethode ist entweder die Ansitzjagd oder der Verfolgungsflug. Von einem Top-Raubtier darf man nichts anderes erwarten. Nummer 7. Indischer Fleckenadler. Ein kleiner, aber mächtiger Raubvogel ist dieser tödliche Adler aus Südasien. Obwohl er nicht so groß ist wie andere Exemplare dieser Liste, sollte man sich vor ihm durchaus in Acht nehmen. Er hat einen großen Kopf und einen riesigen Schnabel, was ihn von anderen Fleckenadlern unterscheidet. Man findet ihn in den Subtropen oder in den Trockenwäldern Indiens und den umliegenden Ländern wie Bangladesch und Pakistan. Seine Beutetiere sind andere Vögel, Frösche und Säugetiere. Nummer 6. Klippenadler. Dieser riesige Vogel, der früher Kaffernadler genannt wurde, ist in zahlreichen Bergregionen Afrikas zu finden. Er ist, abgesehen von seinen gelb umrandeten Augen und Beinen, komplett schwarz. Dieser territoriale Adler ist auch tödlich, speziell in Bezug auf Wildvögel, die er sogar jagt. Daneben frisst er noch junge Paviane und Hasen. Doch wegen der Bedrohungen in seinen Lebensräumen ist er vom Aussterben bedroht. Doch dieser Adler hat in seinem Leben schon genug Schaden angerichtet. Nummer 5. Schlangenweihe. Nein, dieser Greifvogel sieht nicht aus wie eine Schlange. Er trägt seinen Namen wegen seiner bevorzugten Beute, den Schlangen. Die Schlangenweihe ist ein mittelgroßer Raubvogel, der in den Tropenwäldern Asiens lebt. Er hat leicht gebogene Flügel und einen dicken Hals. An der Unterseite hat er weiße und gelbliche Flecken. Er ernährt sich hauptsächlich von Reptilien und Amphibien. Generell gilt, wer gefährliche Schlangen jagen will, muss selbst auch gefährlich sein. Nummer 4. Raubadler. Dieser große Adler ist wegen seiner stark gefiederten Beine leicht zu erkennen. Der gefährliche Adler sieht prachtvoll aus. Er bewohnt die Wüsten und Bergregionen Afrikas. Er ist nicht nur ein fleischfressendes Raubtier, sondern auch ein Aasfresser und stiehlt anderen Tieren deren Beute, um sie selbst zu fressen. Diese Methode ist als Kleptoparasitismus bekannt. Der eindrucksvolle Flieger kann bis zu 2400 Meter hochfliegen. Nummer 3. Harpie. Die amerikanische Harpie gilt als der stärkste Vogel der Welt. Bei den kräftigen Beinen, scharfen Krallen und Klauen ist das kaum überraschend. Sie kommt in Mittel- und Südamerika vor, was ihr auch den Namen brasilianische Harpie einbrachte. Die Harpie lebt in den Regenwäldern und frisst Vögel, Nagetiere, Affen und zahlreiche andere Tiere. Sie wirkt einschüchternd und furchteinflößend zugleich. Doch du musst keine Angst haben, sei aber dennoch vorsichtig, wenn du ihr in einem Zoo begegnest. Nummer 2. Kronenadler. Charakteristisch für diesen Adler ist sein dunkelbrauner Kopf, dessen Federn wie eine Krone angeordnet sind. Man findet ihn in den Regenwäldern Afrikas. Der Kronenadler ernährt sich von verschiedenen Säugetieren und gelegentlich auch von Vögeln oder Reptilien. Er ist der stärkste Adler Afrikas und kann Beutetiere tragen, die bis zum 6-fachen seines Gewichts wiegen. Berichten zufolge soll er bereits kleine Kinder mit seinen scharfen Klauen verletzt haben, weshalb wir uns wohl alle vor diesem Vogel in Acht nehmen müssen. Nummer 1. Steinadler. Der Steinadler, der für seinen mit goldbraunen Federn bedeckten Körper bekannt ist, ist einer der tödlichsten Adler Nordamerikas. Der riesige Vogel hat die 5th größte Flügelspannweite der Welt. Er lebt auf Bergen, Hügeln und Klippen und ist auch in der Nähe von Gewässern anzutreffen. Wenn man seine Schnelligkeit und Beweglichkeit mit seinen kräftigen Füßen kombiniert, ist er ein geschickter Räuber. Er jagt Nutztiere und auch Hunde. Kein Wunder, dass er das Nationalsymbol mehrerer Länder ist und per Gesetz vor der Bejagung geschützt wird.
Damit ist unsere Liste der tödlichsten Adler der Welt abgeschlossen. Einige wirken furchteinflößender als andere. Aber in jedem Fall sind Adler keine Kuscheltiere und sollten gemieden werden.